Komm, Mac. Wir wissen beide, wie das ausgeht. So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Hades. Ein weiterer Versuch, die Hölle zu bezwingen. Ja, letztes Mal hat es ja nicht so gut geklappt mit dem Schwert. Das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Ich habe jetzt ein bisschen trainiert, auch vor allem mit dem Bogen, der Waffe, die ich ja eigentlich am wenigsten gemacht habe. Mit dem, wie heißt der? Coronacht. Und zwar mit der Chiron-Variante. Finde ich richtig cool. Sobald man halt einen Gegner markiert hat, mit seinem aufgeladenen Schuss, fliegen die restlichen Pfeile von dem Special Attack, also sie versuchen es zumindest, alle auch auf diesen Gegner und triggern halt richtig gut Gift und Verhängnis. Und auch später dann die Frosteffekte von Demeter. Habe ich mich ein bisschen reingelesen. Und vor allem auch die Crit-Effekte von Artemis werden richtig gut übertragen. Ja, ohne da jetzt lang rumzuschweifen, fangen wir einfach an. Ich fange mal an mit hier mit Dionysos. Und wir starten in den Run. Ach, ich wollte ja beim Spiegel noch was umstellen. Ja, ist egal jetzt. Jedenfalls. Oh, wir starten gleich schon mit dem Hammer. Wunderbar. Und er ist useless. Er ist einfach useless. Nein. Nein. Der Angriff. Ach, doch, das erste. Das erste. Komm. Das ist okay. Das ist okay. Hab immer aufgeladen. Hab ich da was glitzern sehen? Nee. Wir müssen jetzt immer darauf achten, dass Wasser kann ab und zu so glitzern. Und dann kann man da fischen. Und die Fische geben halt Rewards nach dem Run. Oh ja, ist gar nicht so schlecht. Das Upgrade. Natürlich wäre extra 4 Pfeile wäre halt göttlich gewesen jetzt. Gleich am Anfang schon. Ah, vielleicht kriegen wir das ja noch. Au. Au, 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 der war schlecht. Das hätte nicht sein müssen. Ja gut, da gibt's nichts mehr. Ja, das ist jetzt ja schon mal easy hier mit denen. Ja, das war viel zu leicht. Aber wir sind noch am Anfang. Es wird noch schlimmer. Ja, jetzt hier. Dionysos gibt uns hoffentlich Gift. Auf unser Special. Time to listen to me prattle on like this, and so I'm cutting to the chase here. Look. So, ja, Gift-Tusch, da man. Fäulnis-Tusch, so. Jetzt sind nämlich alle meine Pfeile ein Giftstack. Und wenn die alle einen Gegner treffen, haben wir sie gleich schon die volle Ladung Gift. Gibt's hier? What's for sale? Wurf? Nein. Leben? Nein. Fallen? Nein. Passt. Das wird schon ein bisschen härter. Eigentlich können wir shoppen gehen, ja? Mal schnell gucken, ob Gold liegt. Nix. Okay.
Charon's Shrine. Aha. Ja, Zeus ist eigentlich gar nicht so gut in dem Bild. Ich würde dann eher hier einen Hermes nehmen. Und zwar Ausweichchance, das hier. Das ist halt so viel Schutz. Oh, der ist auch gut. Wenn wir jetzt Ares auch noch ins Boot kriegen. Autsch. Cool. Da ist so ein Goldding. Angriffe mit Verderbnis. Die wären doch cool. Das ist sehr cool, weil dann triggert schon mein zweites Passiv von mir, und zwar wenn Gegner zwei negative Stats haben, also Gift und Verderbnis, dann kriegen die 50% mehr Damage, glaube ich, oder? 25, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, das ist der Stern da neben dem Lebensbalken. Next, please. Autsch, warum? So, wo ist jetzt noch einer? Düt, düt, düt. Das war's. Thank you. Gems oder Dunkelheit? Dunkelheit, komm. Achso. Alter, in dem Rüstung. Ah, man sieht schon, ne? Also damage-mäßig richtig gut. Der Chiron. Aspekt. Zusammen mit Gift, mega. Was gibt's hier? Hier gibt's Geld. Dann habe ich ein Tor gehört. Ja, ein Chaos-Tor. Ja, richtig gute Wahl jetzt. Entweder Chaos-Tor, Doppelsegen oder... Ja, die Truhe machen wir sowieso. Komm. Stop him, Riches. Oh, nee, hier ist noch viel besser. Nein. Ich würde gern Chaos nehmen, aber ich muss einfach... Mann! Ich muss einfach Sisyphus nehmen. Also das ist jetzt richtig blöd. Der wäre nämlich richtig nice, bei dem kann ich ein Getränk geben, wenn ich was Gutes kriege. Chaos ist immer gut. Und Doppelbuff ist halt auch gut. Na. Komm, ich nehme das Chaos, weil ich hier das Knödel bekomme hier mit den besseren Gaben. Besserer Segen. Kostet zwar jetzt ein bisschen Leben. Aber ich meine, Chaos ist halt einfach Chaos. Komm, laber nicht. Hier, nachdem wir Scharmützel... Wenn nächstes drei Scharmützeln 33 weniger Max-Leben, dafür 84% mehr Damage auf meinen Pfeilen. Hinterrücks. Ist halt auch nicht schlecht. Oh, da bin ich halt langsam. Ne, dann nehme ich lieber das Leben in Kauf. Komm.
Hier gibt's noch ein Getränk. Thanatos. Hey, Thanatos. Still at it, I see. You're stubborn. And you are going to get me in a heap of trouble before all is said and done. Also mit Thanatos ist es so, sind da Brüder. Thanatos ist irgendwie der Sohn von Nyx, unserer Ziehmutter. Und man muss halt gegen ihn battlen, wer mehr Gegner killt. Dann bekommt man was von ihm. Zurzeit hat er 0 Kills und ich 6. Sieht schon mal gut aus. Vor allem das Gift hilft uns. Alter, das sind ja viele Gegner. Jetzt könnte er aufholen. Das wäre nicht so gut. Ne, hat er nicht. Gut. Puh. Ja, Thanatos. Ne? Ich bin ja auch gut. So, und dem geben wir jetzt gleich ein Getränk. Den treffen wir sehr selten. What, really? Come on, what is this, Zagreus? You think handing this to me makes up for everything you've put us through? It's just something I found out there that I thought you might like, Than. Don't think anything of it. Still running from yourself, I see. How's that been working out for you thus far? Krieg ich jetzt noch irgendwas? You still live at home with yours. You don't know what it's like. Mother Nyx was like a mother to you too, and this is how you repay her. You should be ashamed of yourself and learn your place. Aha. Jetzt bin ich der Böse, oder was? So, und ich habe schon gesehen hier Demeter. Demeter wäre halt nice. Habe ich noch nie so auf dem Bogen gehabt. Jan ist auch noch gratis, komm. Der schenken wir jetzt was. Good Lady Demeter, you've shown me warmth and generosity, and I am very grateful for it. Please accept this as a small token of my appreciation. An offering well suited for the season there, young Zagreus. In turn, as you are honorable and obedient, you'll have from me what the mortals have not. I'm in your debt, great goddess Demeter. Ja, nice. Jetzt haben wir ja von der auch schon den Andenken. Our family, why, I think we understand something of loss now, don't we, Zagreus? Unlike the mortals on the surface. Always begging me for plenty. They'll get none. But as for you, I have a plethora to offer. Dann gucken wir mal. Oh, das muss ich austauschen. Das gefällt mir nicht. Deine Gaben werden normal und ihre Seltenheit steigt jede Kammer um 1. Was heißt das? Das heißt, meine jetzigen Gaben werden besser mit jeder Kammer? Das wäre ja mega. Komm, ist mir egal, wenn die jetzt normal sind. Die sind dann später eher episch, legendär. Oh, hallo. Das heißt, wenn wir Merk schlagen. Ja, ich habe das Gespräch schon tausendmal gehört. Sorry, wenn ich es geskippt habe, aber ich will jetzt kämpfen. Jo, jo. Nein. Here's my whip. Here. You're going to pay for this. Komm, Mac. Wir wissen beide, wie das ausgeht. Den Bogen hast du keine Chance. I did it. Nice. So,
das war die erste Furie. Beziehungsweise, ja, das war die Furie. Jetzt kommt wahrscheinlich keine zweite. Außer Mac stalkt uns jetzt. Wer weiß. Vielleicht liebt sie uns.